An der Verwirklichung der britischen Raumflugpläne wurde sowohl im britischen Thurley in Bedfordshire als auch in Kanada in einem riesigen Erprobungsgelände in den Rocky Mountains gearbeitet. Während sich in Thurley ein Forschungszentrum befand, lag das Erprobungsgelände in den Rocky Mountains. Dort befand sich auch ab 1947 die Basis, von der aus die Briten mit ihren Raumschiffen das Weltall erobern wollten. Die technisch anspruchsvollen gesinterten Bleche für die Absaugeluftfahrzeuge werden von Cinterad Products Limited in Sutton in Ashfield, Nottinghamshire, hergestellt. In Kanada wurden konsequent diejenigen Vorstellungen von Luft- und Raumfahrzeugen getestet, die in Deutschland vor 1945 entwickelt worden waren. Um unter anderem die Produktion dieser Fluggeräte zu sichern, wurde die bereits erwähnte Upper Atmosphere and Space Company gegründet. Diese Company befand sich zu je einem Drittel unter Kontrolle des britischen Ministry of Defence, des Canadian Defence Ministry und privater Investoren. Die Upper Atmosphere and Space Company ist verantwortlich für die ersten der sogenannten UFO-Sichtungen. Wie wir wissen, wurden die ersten Sichtungen recht schnell Außerirdischen zugeschrieben, ohne ernsthaft die Möglichkeit einer irdischen Urheberschaft zu prüfen. Eine Legende war geboren. Noch 1948 wusste die Abwehrabteilung der US Air Force, dass es sich bei den UFO-Sichtungen um irdische Flugobjekte handelte. Die ersten Flugversuche der Upper Atmosphere and Space Company waren nämlich kürzere Testflüge, die bis in die USA reichten. Die Flugdauer stellte kein Problem dar. Neuartige Motoren, die abgesaugte Luft magnetisch heruntergekühlten und durch einen Zyrostaten verflüssigten, ermöglichten eine nie gekannte Reichweite. Zusammen mit Schaumkohle und später synthetischen Materialien als Katalysator wurde mit der flüssigen Luft dann in sogenannten Liquid Air Cycle Engines die Antriebsenergie gewonnen. Rotierende Flugkörper können sehr hohe Beschleunigungswerte und Gegenkräfte entwickeln. Deshalb werden sie zumeist ferngesteuert erprobt. Doch da das Ziel eine bemannte Raumfahrt ist, führt die Upper Atmosphere and Space Company wohl oder übel auch Flugversuche mit Menschen durch. Bei den in der Anfangszeit vorkommenden Abstürzen der Testfluggeräte wurden bekanntermaßen kleine Außerirdische in den Wracks entdeckt. Doch natürlich waren es keine Außerirdischen, es waren Wesen von dieser Erde. Die unfreiwilligen Testpiloten wurden in Raumanzüge entsprechender Größe gesteckt. Wer allerdings diese irdischen Versuchskaninchen waren, kann hier nicht geklärt werden. Waren es Primaten, kleinwüchsige Menschen oder gar Kinder? Wer auch immer diese Unglücklichen waren, seither müssen jedenfalls nichtmenschliche Außerirdische herhalten, wenn es um die Vertuschung der Operation Vollmond geht. Aliens, UFOs, angebliche gefangene Außerirdische, außerirdische Technik oder Verschwörungsszenarien. UFOs sind in der Literatur mittlerweile zu einem äußerst gewinnträchtigen Selbstläufer mit einem weltweiten Kundenstamm geworden. Da es aber für nicht vorhandene Aliens nun mal keine Beweise geben kann, schlussfolgern die UFO-Gläubigen logischerweise auf eine Verschwörung und Vertuschung durch Regierungen und der Militärs. Und die Ufologen suchen und suchen, solange sie nach dem suchen, was es ohnehin nicht gibt, lässt man sie gewähren. Der wahre Sachverhalt wird allerdings tatsächlich seitens der verantwortlichen Politiker und Militärs peinlichst verschwiegen. Es wird alles vermieden, was darauf hindeutet, dass nukleare Forschung in der Raumfahrt einen höheren Stellenwert hat als allgemein angenommen.
Noch Mitte der 50er Jahre schrieb Eugen Sänger in einem wissenschaftlichen Aufsatz über Kernverbrennung in Raketen von einem gegenseitigen Wettbewerb chemischer und nuklearer Raketenantriebe. Ihm schwebte ein Atom-Luftstrahlantrieb vor. Sänger knüpfte damit an die von ihm vor 1945 durchgeführten Versuche mit Stausstrahlantrieben und an dem von ihm entwickelten Stratosphärenbomber an. Heute will die Luftfahrtindustrie anscheinend von diesen Überlegungen nichts mehr wissen. Dabei wird auch eine Geschichtsverfälschung ab mindestens den 40er Jahren in Kauf genommen. Das meiste, was mit deutscher Atomforschung zu tun hat, wird verdreht. Mit dem Hinweis auf die Ablehnung der einsteinschen Forschung als jüdische Physik im Dritten Reich wird versucht zu erklären, dass Deutschland keine erfolgreich arbeitende Atomforschung haben konnte. Doch hatte die Ablehnung Einsteins im Dritten Reich zur Folge, dass sich die deutschen Wissenschaftler in der Nuklearforschung andere Wege suchen mussten. Dabei haben sie Techniken entwickelt, die der etablierten einsteinschen Physik zumindest gleichwertig waren. In der heutigen offiziellen Raumfahrt beispielsweise sind Nuklearantriebe geächtet, aber die wahre Raumfahrt bedient sich ihrer seit 1947. Dabei nutzt sie die in Deutschland erdachte Technik, die 1945, wie selbst alliierte Stellen nach dem Krieg zugaben, mindestens 10 bis 15 Jahre der allgemeinen Entwicklung voraus war. Warum wird all das bis heute verschwiegen? Aus den Anfängen der Upper Atmosphere and Space Company entwickelte sich ein gigantisches Raumfahrtprogramm, das vollständig unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit durchgeführt wird. Vereinzelt dringen in Fachaufsätzen Details über geheime, neuartige Fluggeräte an die Öffentlichkeit. Aber meistens heißt es dann am Ende dieser Aufsätze kryptisch, es gibt noch weitere, wesentlich fortschrittlichere Fluggeräte. Als Zuschauer dieses Videos wissen Sie nun, was damit gemeint und welches Programm dafür verantwortlich ist. Welche Ziele dieses Programm hat, kann nur vermutet werden. Stationen im Weltraum? Die Pläne dafür gibt es schon sehr, sehr lange. Schaffung einer erdgleichen Umwelt auf dem Mars zum Zwecke der Besiedlung? Auch hierfür gibt es Pläne. Sollen dadurch sichere Rückzugsstützpunkte für einige von wem auch immer Ausgewählte geschaffen werden, wenn die Umwelt der Erde zerstört ist, zukünftige Möglichkeiten einer globalen Herrschaft, was immer sich dahinter verbirgt, muss von so weitreichender Bedeutung sein, dass es die weltumspannende Geheimhaltung und UFO-Psychose lohnt und rechtfertigt. In diesem Video will ich anhand vieler Details und Dokumente die wahrscheinliche Geschichte der deutschen Flugscheiben aufzeigen. Und ich stelle hier begründete Vermutungen darüber an, was mit der Flugscheibentechnik seit 1945 geschehen ist. Seit 1945 wird eine doppelte Raumfahrt betrieben und zur Vertuschung werden die Sichtungen dieser Raumfahrt als außerirdische UFOs vermarktet. UFOs, so der Vorschlag des britischen Flugscheibenforschers Tim Mattes, sollten daher nicht unidentifizierbare fliegende Objekte, sondern ULOs für unidentifizierbare lügende Objekte genannt werden. Übrigens, einige dieser Lügen konnten mittlerweile aufgedeckt werden.